Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Part von Battlefield Play for Free Jet vom Noob zum Pro. Ja, die Serie habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil ich mit meinen anderen drei Soldaten Rang 30 bin und nur noch der NG übrig ist und ich kann eigentlich alles außer Jet und da wollte ich mir das halt nochmal geben, bevor ich damit allen Rang 30 bin. Und jetzt steige ich auch gleich mal hier mit ins Gameplay ein. Nämlich bin ich hier erstmal von der Russenseite, wollte ich vom Flugzeugträger ein paar wegholen, hat aber irgendwie nicht funktioniert diesmal, weiß ich nicht, woran es lag. Und hier war dann schon das erste Problem, nämlich hatte ich direkt einen Jet am Arsch und normal ist meine Technik, ich fliege steil nach oben und drehe mich dabei, aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert und ja gut, mit dem Bombenwerf, was man hier gerade sieht, das würde ich sagen, funktioniert mittlerweile recht gut. Da kommt dann später noch eine Szene, wo ich dann auch nochmal eure Hilfe brauche und ja, wie gesagt, ich brauche halt einfach noch so ein paar Tipps, weil ich denke mal, es gibt einige von euch, die so richtige Spezialisten im Jetfliegen sind und da habe ich, denke ich mal, dann bessere oder könnt ihr mir bestimmt bessere Tipps einfach geben. Hier auch den Tank gut erwischt, also so gegen Autos oder Tanks, die einfach stehen, die kriege ich ganz gut down, muss ich sagen. Da habe ich jetzt wirklich keine Probleme, auch gegen Infanterie, weil die Bomben haben einen recht großen Damage-Radius, finde ich. Darum ist das eigentlich noch recht einfach. Hier auch ein recht schöner Kill, muss ich sagen. Ach nee, das war der gar nicht, dann kommt das erst noch. Auf jeden Fall, hier hatte ich dann auch schon wieder diesen Jet am Arsch und normal fliege ich halt dann, oder probiere ich in meine Homebase zu fliegen, weil da können die Gegner ja normal nicht hin. Hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und sonst hier ist wieder so eine Szene, da fliege ich halt nach oben und drehe mich so. Und mir passiert es noch ganz schön oft, dass ich einfach so aus dem Kampfgebiet rausfliege und einfach immer weiter weg, aber nicht mehr zurückkomme. Da habe ich dann auch manchmal Probleme mit. Und hier habe ich jetzt dann den anderen Jet gut abgeschüttelt bekommen und hier in den Aufnahmen hatte ich auch meine Maus-Sensibilitivität, was auch immer. Mein Gott, das rede ich hier schon wieder. Auf jeden Fall hatte ich hier ganz schön hoch eingestellt, darum wackelt das auch ganz schön und ja, ne, ich habe das auf jeden Fall jetzt auch wieder ein bisschen runtergestellt, weil das war dann doch ein bisschen zu weit oder zu hoch gestellt. Also ich habe dann viel zu arg gewackelt und hier auch, ich habe den Jet am Arsch, fliege eigentlich in meine Homebase und dennoch bekommt er mich. Gut, hier dann bin ich auf ein APC gegangen, da denke ich mal, wenn ich mal hier so mit analysiere, war mein Fehler, dass ich frontal auf ihn zugeflogen bin und der natürlich auch große Chance hatte praktisch, mich zu treffen mit seinem Geschütz. Und da lohnt es sich vielleicht dann mehr frontal zu fliegen. Ja, hier auch nochmal, die Bomben hätten eigentlich besser sitzen müssen. Weiß ich auch nicht, was da jetzt falsch war. Ja, hier habe ich jetzt nochmal meine Runde gedreht gerade. Und jetzt, die Bomben haben zum Beispiel wieder total gesessen. Also, ich weiß, am Anfang, klar, man muss es natürlich ein bisschen rauskriegen mit dem Bomben droppen und so. Aber normal kriege ich das eigentlich echt gut hin, nur später, das seht ihr dann gleich, da brauche ich dann nochmal ein bisschen eure Hilfe und auch so, also ich denke mal, ich mache noch einiges falsch, also ich denke halt auch, ich könnte die Bomben oder auch generell die Raketen, ich könnte das viel effektiver einsetzen oder auch hier, bei so Sachen, da könnte ich immer so kotzen und ich weiß aber nicht, also vielleicht wisst ihr da was, sollte ich da steiler fliegen oder was sollte ich da machen? Gut, hier denke ich mal, war ein Anzeigefehler, weil ich habe mit meinem MG drauf gehalten, die Bomben haben gesessen und wir hatten die Flagge und ich dachte halt, da wären vielleicht Gegner oder so, die sich dann die Autos gesetzt haben, aber das sah mir mehr nach einem Anzeigefehler aus. Könnte natürlich sein, ich weiß es jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall denke ich mal, wisst ihr da oder habt ihr da bestimmt ein paar Tipps für mich, die ich da noch irgendwie mit einbauen kann, weil hier gut, wenn die mir den Rücken und so zudrehen, kein Problem, wenn der Tank da einfach mitten in der Prärie rumsteht, wie gesagt, kein Problem, sowas kriege ich schon down, aber ich möchte halt auch, vor allem auch gegen gegnerische Jets oder so, vor allem gegen die, weil da habe ich immer die Probleme, die Jets, die sind immer hinter mir und kleben mir direkt am Arsch praktisch, aber wenn ich einen sehe, ich krieg's irgendwie nicht hin, dem praktisch in seine Fluglinie zu folgen oder hier auch bei den Bomben, da hat man dann gesehen, die Bomben, die fliegen bei mir irgendwo hin, wenn die Autos fahren, dann hier, ich habe den da am Arsch, will eigentlich noch in meine Homebase. Schafft es auch soweit, das ist jetzt hier recht lustig, er schießt mich von hinten an und ich fülle mir währenddessen wieder die Leben auf. Und normal kann der Gegner hier eigentlich nicht hin, aber der, muss ich echt sagen, der ist hier ganz schön lange eigentlich in dem Gebiet noch rumgeflogen, dafür, dass
der eigentlich nicht fliegen kann. Also hat mich ein bisschen gewundert, dass der das da kann. Und ja, hier hatte ich jetzt natürlich, da habe ich mal die Chance ergriffen, noch ein paar Leben aufgefüllt. Und jetzt wollte ich mich mal halt einfach mal in den Spieß umdrehen, mich mal an ihn dranhängen. Aber hier zum Beispiel, der ist dann da ein bisschen eine andere Route geflogen. Und da habe ich dann schon die Probleme, nämlich finde ich den dann einfach nicht mehr. Ja, das sind eigentlich so die Grundprobleme, die ich habe und auch generell so, ich denke mal, oder hier auch die Bomben, wo fliegen die hin bei mir? Und auch so denke ich mal, dass ich einfach das effektiver nutzen kann, weil auch in anderen Videos da sieht man halt einfach dann, in den Clips hat man gesehen, ich fliege dann da meine Kreise und die Bomben sind dann einfach, schon nachgeladen und ich fliege aber noch so ein paar Sekunden und könnt aber locker da schon wieder bomben. Und vielleicht wisst ihr da noch ein paar Tipps, die ich da anwenden kann. Und hier auch, ich fliege hier aus dem Kampfgebiet, drehe mich und denke mir so, die Takt, also ich denke mal, das ist eine der besten Taktiken, aber anscheinend nicht für mich, weil oder nicht gegen den anderen Jet, weil der ist mir immer noch am Arsch gehangen. Und was, und zum Beispiel hier jetzt, was mache ich, wenn mir die Leute wirklich trotz solchen irren Drehungen und allen möglichen, wenn die mir dennoch dahinterherkommen, weil, naja, mehr wie drehen und alles kann ich ja nicht und halt probieren, irgendwelche Kreise oder Rollen oder irgendwie sowas zu fliegen, damit die es zum einen schwerer haben, mit ihrem MG natürlich zu treffen. Und ja, da hier auch. Was mache ich zum Beispiel in der Situation? Weil klar, ich habe ihn jetzt noch gekillt, aber was mache ich dann zum Beispiel hier? Weil ich habe ja, oder ich kann ja nichts machen dagegen, wenn der da ist, weil da war in der Palmen, wo ich hängen geblieben bin. Was mache ich dann am besten, damit ich den dennoch erwische, aber nicht zu nah an den Palmen bin? Na gut, das war es jetzt auch erstmal so zu meiner ersten Ausgabe von Battlefield Play for Free, vom Noob zum Pro. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr findet jetzt hier noch den zweiten Part. Der wird dann demnächst verlinkt, wenn ich den hochlade. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.